Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Gears of War Judgment im Multiplayer. Der nächste Modus, den ich euch zeigen will, ist Hinrichtung. Zwei Teams kämpfen ohne Respawn, Kills erzielen per Kopfschuss, Zerfetzen oder Hinrichtung. Wer zuerst die Zielpunkte holt, siegt. Ja, das schauen wir uns ja gleich an. Was da so abgeht. Aber hört sich sehr schwierig und interessant an. Und es beginnt. Ich werde mein Bestes geben, wie immer. Möglichst nicht zu oft zu verrecken. Wenn doch, versuche ich noch alle mit in die Hölle zu nehmen. Bin neugierig, was da für Gegner rumrennen. Die Map ist Bibliothek. Und ich bin derweil in der Warteschlange. Die Waffen hin und her switchen. Ein bisschen schauen, dass nicht ganz so langweilig ist, was da so abgeht. Verfolge ich einmal die Sicht vom Panic. Rot siegt. Okay. Ah, ich bin jetzt dabei. Da drüben! Pfeilgranate im Zelt! Werfer rauf! Auch nicht überrascht werden. Okay, sieht eindeutig, dass ich im Team bin. Ich gehöre jetzt zu euch! Okay, da habe ich mich jetzt verschaut. Aber mir gefallen die Modi irgendwie. Die haben schon was ganz Eigenes. Sowas liebe ich! Hinter der Ecke kann immer jemand stehen. Das muss ich aufpassen. Gehöre jetzt zu euch! Wie jetzt? Weil man ist dann wirklich aus dem Team draußen. Schaut jetzt momentan nicht so gut aus. Ich
Okay, die KI macht gar nichts. Okay, da wurde es ja mal schon gut. Man muss halt 5 Runden gewinnen, dann hat man das ganze Spiel gewonnen. Wenn ich mich von hinten ein bisschen... Scheiß Kerl! Oh, das sind alle. Irgendwie sind die besser organisiert. Prima, ganz okay. Klasse! Das ist ja nur mehr alleine. Okay, das sind alleine. Das war's nicht machbar. 1 gegen 4. Ja. So geht's. Bist einfach im Hintertreffen. Und ich fürchte, ich bin nicht gut genug, um in da so eine Unterstützung zu sein. Schaffet auf! Okay, da ist einmal was gesehen worden. Okay, ich bin eigentlich wieder der einzige Spieler. Okay, ich bin alleine. Ich fürchte, ich kann es nur ein bisschen rausziehen. Passt auf Ihre Peilgranate auf! Okay. Das sind sogar die NPCs viel stärker. Okay, es ist mein Partner auch weggegangen. Jetzt bin ich bewaffnet. Ich fürchte, da stinke ich diesmal ordentlich ab gegen diese Gegner. Überhaupt, weil der immer das Scharfschützengewehr nimmt und der kann anscheinend gut umgehen damit.
Fast. Ein bisschen mehr Zielglück und dann hätte es vielleicht ein bisschen ausgereicht. Aber einen von den Spielern habe ich halt gekillt. Aber es ist wieder 1 gegen 4. Das schaut nicht gut aus. Weil da irgendwo wahrscheinlich mit dem Scharfschützen wird. Sich verstecken wird und dann einfach drauf holzen. Vielleicht der NPC ist zu schwach. Man hat gesehen, wie er reagiert. Leider eine dunkle Stunde für uns. Wir wurden eindeutig besiegt.